Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Damit ist Informatik zu einem Schlüsselfach unserer Zukunft geworden, der Zukunft der Gesellschaft. Für uns Forscherinnen und Forscher der Universität öffnen sich dadurch natürlich neue Möglichkeiten, auch mit der Gesellschaft zu interagieren, in die Gesellschaft hineinzuwirken und informatisches Know-how und Wissen hineinzutragen in die Gesellschaft. Aber wir müssen auch aufklären über Möglichkeiten, aber auch Gefahren, die sich dadurch ergeben, dass Menschen tagtäglich mit digitalen Technologien umgehen müssen. An der Universität ist die Haupttätigkeit Forschung und Lehre und dort sehe ich natürlich die größten Herausforderungen. Wenn man unsere Studentinnen und Studenten auf die Zukunft vorbereitet, dann soll das natürlich nicht nur Theorie sein, die ist wichtig. Aber wir müssen auch sehr viel Praxiswissen vermitteln. Wir müssen vermitteln, wie unsere Studentinnen und Studenten mit Firmenpartnern in der Gesellschaft Positives bewirken können und ihr Wissen dann auch nutzbringend umsetzen können. In meinem Vortrag werde ich einen Überblick geben, wie Computerspiele funktionieren. Was gibt es da für Komponenten? Woraus bestehen sie? Ich möchte, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, letztlich, dass es ein sehr komplexer Prozess ist, ein Computerspiel zu machen, sehr aufwendig, sehr teuer, sehr langwierig. Und ich möchte das dann auch demonstrieren anhand eines kleinen Beispiels, sodass ich dann auch live zeige, wie man ein kleines, simples Computerspiel programmieren kann.